October 2020, Nardo Test Track, Italy. A team from the technical development department at Volkswagen Commercial Vehicles is here with two ID Buzz prototypes. Wir erhoffen uns natürlich, dass wir Fehler aus der Konstruktion noch rausbekommen, um das hier aufzufinden und zu korrigieren, noch rechtzeitig, bevor das Auto in die Vorserie geht. Ja, wenn wir fahren, wir legen bestimmte Unterdruckbedingungen an, dass ein leichter Unterdruck beim Fahren entsteht und sodass praktisch Staub von außen ins Fahrzeuginnere gezogen wird. Nicht unbedingt, weil Staub besonders lästig ist oder belästigend ist, sondern weil Staub ein hervorragender Indikator ist. Da, wo der sich ablegt, sehen wir, wo war eine Öffnung, und wir sehen teilweise auch am Bild, was der Staub hinterlässt. Aus welcher Richtung kommt die Öffnung, welche Strömungsgeschwindigkeit haben wir, ist es ein großes Loch, ist es ein kleines Loch. Such findings are meant to help them to further optimize the ID Buzz. From Italy, the new electric bus and its developers are off to their next adventure in Sweden. Wir sind hier im hohen Norden, da wo wirklich noch ein halbes Jahr lang Winter ist, wo die Seen zufrieren und wo der hohe Schnee ist und der Wind pfeift mächtig. Es ist kalt. A car is made up of almost 8,000 parts and components. Each component has to function on its own, but also in combination with others. And the best way of testing that is in real life under extreme conditions. Es ist kalt, der Stoßfänger ist durchtemperiert, ne? -9 hatten wir, glaube ich, heute. Und dementsprechend ist der Stoßfänger dann natürlich kritischer, wenn er gegen diesen Schneehaufen fährt, weil er kalt und spröde wird, ne? Testing in a cold country is particularly interesting for electric vehicles like the ID Buzz. Among other things, the engineers want to see whether charging works flawlessly at sub-zero temperatures. The issue of traction is exciting too. The team of developers not only finds out how well the ID Buzz responds on different surfaces, the engineers also see whether problems arise with torsion under extreme conditions. Das wäre eine Situation, wenn ein Kunde einseitig auf den Bordstein fährt, aber eben nur mit einem Rad draufsteht. Was passiert dann in der Karosserie? Knackt es dann? Gibt es irgendwelche Verwindungen? Das sind die Dinge, die dann hier erprobt werden. In Klimakammern werden wir die Fahrzeuge konfigurieren bei minus 20 Grad. Ich hoffe, dass es entsprechende Tests ungeschadet übersteht. Wir suchen hier Schwachstellen, die sich über die Konstruktion vielleicht eingeschlichen haben, die dann im Bauteil, besonders aus Serienbauteilen, dann halt festgestellt werden, wo dann nachgeschärft wird, um halt eine Verlässlichkeit zu erzeugen. Ein Kollege wird an den Spiegeln arbeiten, entsprechend des Abtauverhaltens der Spiegelflächen, der Sichtflächen, die der Kunde im Winter ja auch nutzen wird. Und ich werde mich mit dem Ladeklappenmodul beschäftigen und einen Einfrierversuch dort machen, um zu schauen, was nach Eisregen zum Beispiel sich darstellen wird. Endurance tests in the snow and ice and on demanding and dusty roads ensure that electromobility is maintained without compromises, not only in fair weather, but also in exceptional situations. Wir sehen eben auch, dass die Batterien durchhalten und dass wir eine sehr gute Funktionalität des Autos haben.